Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Tollhaus Deutschland. Diese Woche hat Angela Merkel im Deutschen Bundestag erläutert, wie sie die Corona-Maßnahmen in den nächsten Wochen verschärfen will. Und insbesondere hat sie erläutert die riesigen Schuldenberge, die wir in dieses und nächstes Jahr aufnehmen werden und damit natürlich auch die Zukunft unserer Kinder und vor allem auch unserer Kindeskinder verschleudern werden. Aber zunächst einmal nochmal zurück zu den Maßnahmen. Was hat sie uns denn im Prinzip gesagt? Sie hat gesagt, es gibt Länder im europäischen Ausland, wie zum Beispiel Italien, Frankreich, England, die dieses Jahr mit einem negativen Wirtschaftswachstum, also mit einer Schrumpfung ihrer Wirtschaft von -10% rechnen können. Dann hat sie noch gesagt, es gibt Länder, die so mittelmäßig daraus hervorgehen, wie zum Beispiel Deutschland, mit einer Schrumpfung der Wirtschaft um 4-5%. Und auf der anderen Seite hat sie aber gesagt, der große Gewinner dieser ganzen Krise ist China, die mit einem Wirtschaftswachstum von rund 2% aus dieser Krise hervorgehen werden. Und sie hat im Prinzip ausgeführt, dass wir eigentlich von China lernen müssten, wie man mit so einer Krise umgeht, dass wir hier die Maßnahmen nicht ernst nehmen und deshalb quasi die Bürger selbst schuld sind, dass jetzt diese Verschärfung kommt. Und vielleicht können wir dazu einfach mal kurz ein Video einblenden, wo man einfach mal die Situation in Deutschland, Merkels Worte, mit der realen Situation in China vergleichen. Wenn man jetzt mal überlegt, die Pandemie wird uns ja wirtschaftlich zurückwerfen. Und wo kommen wir da raus? Wo kommt China raus? Wo kommt Südkorea raus, wenn die alle mal viel besser die Masken tragen und nicht so viel Querdenker-Demos haben, sondern derweil schon wieder wirtschaftlichen Aufschwung? Dann fragt sich, wo Europa landet nach dieser Pandemie. Das wird nochmal eine Neuordnung der Regionen sein, glaube ich. Was ist denn die tatsächliche Folge dieser ganzen Corona-Wirtschaftskrise, die wir hier erleben? Einschränkungen gibt es ja hier nur im Westen. In Europa und in den USA während, wie man sehen kann, in China so gut wie keine Einschränkungen da sind. Es gab noch nie einen landesweiten Lockdown in China und in vielen anderen asiatischen Ländern. Es wurde immer nur lokal gemacht. Und ansonsten brummt dort die Wirtschaft weiter. Die reale Folge ist, dass chinesische Staatsfonds bereits hier in Deutschland und in Europa auf Einkaufstour sind, um unsere Mittelständler, auf denen unser Wohlstand in Deutschland im Wesentlichen beruht, aufzukaufen. Also was hier stattfindet, ist durch diese völlig planlose und unkoordinierte Corona-Politik der Regierung ist ein Ausverkauf unserer Wirtschaft und damit natürlich mittelfristig auch der Ausverkauf unserer Arbeitsplätze und unseres Wohlstands in unserem Land. Und man muss es ganz ehrlich gesagt sagen, China lacht sich tot über uns, über die Art und Weise, wie wir hier mit dieser Krise umgehen. Wir strangulieren unsere Wirtschaft, machen Maßnahmen, die völlig sinnlos sind. Also wie zum Beispiel ein nächtliches Ausgangsverbot in Mannheim oder in Heilbronn und in anderen Städten in Deutschland. Also man darf eigentlich, alles ist geschlossen. Alle Cafés, alle Restaurants, alle Bars, Kinos, alle Freizeitangebote sind geschlossen. Was will man also dann nachts draußen machen, als spazieren zu gehen? Sind da jetzt also die Hotspots? Also was für eine Blödsinnsmaßnahme, wirklich die Menschen jetzt zu Hause einzusperren, zwischen 9 und 6 Uhr morgens einzusperren? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Kantine und einem Restaurant? Kantinen dürfen offen sein, Restaurants müssen schließen oder mussten schließen. Dabei in einer Kantine steht man normalerweise in der Schlange, kommt sich relativ nahe, wenn man das Essen holt. Während in Restaurants, die gut gelüftet sind, die Tische weit auseinander stehen, da soll es dann gefährlich sein und die Kantine ist kein Problem, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen wir uns nicht weiter von dieser Regierung veräppeln. Und dann müssen wir natürlich auch noch Folgendes sagen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Das andere Thema ist jetzt die riesige Verschuldung, die Angela Merkel ja angekündigt hat, die auch diese Woche der Deutsche Bundestag nochmal beschlossen hat. Ich will es nochmal wiederholen. Dieses Jahr haben wir eine Neuverschuldung von 160 Milliarden Euro.
Und nächstes Jahr, das hat die Regierung zusammen mit der Mehrheit hier im Deutschen Bundestag beschlossen, wird sogar noch mal eins draufgelegt und 180 Milliarden Euro an Netto-Neuverschuldung aufgenommen. Das ist ein totaler Wahnsinn und das zerstört und gefährdet die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Man muss sich das überlegen, wer soll denn das noch abzahlen? Das müssen viele, viele Generationen werden das wahrscheinlich niemals abbezahlen können und das wird die Zukunft und den Wohlstand in unserem Land nachhaltig stören und negativ beeinflussen. Das müssen wir ganz klar und deutlich sagen. Und jetzt wäre es ja wenigstens mal so, wenn mit diesem Geld wenigstens den Menschen da draußen auch geholfen werden würde. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Man muss sich das mal überlegen. Ein 750 Milliarden Euro Europa-Hilfspaket wurde aufgelegt. Und was ist die Folge dieses Hilfspakets? Das bedeutet, dass jeder Bürger in Deutschland, jeder, der in Deutschland wohnt, 1.600 Euro an die EU-Südländer bezahlen muss. Während wenn Sie in Spanien wohnen, bekommen Sie 1.700 Euro pro Kopf geschenkt. Wenn Sie in Italien wohnen, sind es immerhin noch 1.000 Euro, das Sie bekommen. Was für ein Wahnsinn, ein riesiges Umverteilungsprogramm, ja, das im Wesentlichen durch Deutschland finanziert wird. Durch das Deutschland, das nach Aussage der Europäischen Zentralbank die Ärmsten im Euroraum sind. Und wir hier in Deutschland, wir arbeiten am längsten und bekommen die geringsten Renten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Müssen aber den Rest Europas mitfinanzieren, die kriegen einen Haufen Geld von uns transferiert und unsere, die zukünftigen Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder wird so die Zukunft vernichtet durch diese Regierung. Diese Regierung denkt an alle, an die gesamte Welt, nur nicht an die Menschen im eigenen Land. Und deswegen muss sie endlich abgewählt werden. Bei der nächsten Wahl, diese Regierung muss weg und es muss wirklich so sein. So wie das auch Alice Weidel am Mittwoch im Bundestag gesagt hat, dies ist hoffentlich der letzte Haushalt von Angela Merkel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Vielleicht ist dieser Haushalt ja tatsächlich der letzte, den eine von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, geführte Bundesregierung vorlegt. Dem Land und seinen Bürgern wäre das zu wünschen. Die Frage ist nur, wie viel Unheil wollen Sie in Ihrer verbleibenden Amtszeit noch anrichten? Die katastrophale Bilanz dieses Corona-Jahres, Ihr planloser und grotesker Umgang mit der Herausforderung durch das SARS-CoV-2-Virus lässt nichts Gutes ahnen. Eine verlogene Lockdown-Politik hat das kürzlich Ihr Parteifreund, der Staatsrechtler und Verteidigungsminister AD, Professor Rupert Scholz, genannt.